Mahlzeit, der kleine Snack zum Börsenstart mit einem kurzen Rückblick in die USA. Walt Disney mit super Zahlen, Streaming boomt wieder, Uber kann auch überzeugen und iRobot stürzt kräftig ab. Das war gestern Abend, kommen wir zu heute früh. Siemens glänzt mit einem hervorragenden Auftaktquartal. Kurze Beruhigung abwarten, Aktie angucken, auf lange Sicht immer noch ein Kauf fürs Depot. Delivery Hero hingegen 2021 mit Minus, weil abgeschlossen. Bruttowarenwert liegt ein wenig unter den Erwartungen. Absturz 14% Minus aktuell. Und dann haben wir noch SUSE, Software-Spezialist. Hier schmeißt ein Anteilseigner 3 Millionen Aktien auf den Markt. Aktie fällt heute auch kräftig nach unten und vor allen Dingen unter den Ausgabepreis von 30 Euro. Also erstmal Finger weg.